Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Forza Horizon. Hier haben wir noch eine Tempozone mit einem Alfa Romeo, Schwierigkeit Mittel 209. Das machen wir eben nochmal ganz kurz und danach fahren wir nach Nizza und machen da mal die ersten Rennen. Also das ist so der Plan für diese Folge. Und ich weiß gar nicht, dann sind wir schon das zweite Mal in Nizza, also so oft, so viel kann nicht mehr sein. Bei diesen Rennen, da müssten wir bald durch sein, was die Gebiete angeht, von diesen Meisterschaften. 12 Stück gab es da, glaube ich, also viel kann es nicht mehr sein, was da noch fehlt. Wir haben natürlich am Anfang so ein bisschen Zeit verplempert, weil wir, glaube ich, diese ersten 4 Rennen direkt 5-mal mit 5 verschiedenen Wagenklassen gemacht haben. Das ist natürlich schon ein bisschen übertrieben gewesen, aber ich wusste es einfach nicht anders, dass das andere jetzt erst... Oder erst dann freigeschaltet wird, wenn man dahin gurkt. Habe ich wohl irgendwann mal was verpasst? In 400 meters, turn left. Wie? Turn left. Ach, hier hinter. Aber das können wir doch auch hier. So, 209 oder so sollten wir, ne? Ach scheiße, wir sind auf der... Scheiße, wir sind ja echt auf der falschen Straße. Das ist ja Mist. Ah, Mensch, warum muss das denn genau an der Stelle sein, wo sich das denn kreuzt? Eine Minute haben wir noch. Ach, und wenn wir auf der sind, dann klappt das? Nee. Hä, ich verstehe das nicht. Wir müssen noch auf die andere. Sind wir da jetzt nicht weit genug zurückgefahren? Naja, wir fahren jetzt einfach da mal hin, so wie hier jetzt das gesagt wird. Auch wenn das mit Sicherheit nicht reichen wird. Also das, ja, wir machen das nochmal. Also das, ich weiß jetzt nicht, ob ich auf der falschen Straße bin, aber selbst wenn wir jetzt die Route fahren, die wir jetzt eben gefahren sind, da müsste das eigentlich auch klappen mit 209. Wäre das Auto nicht da gewesen, was wir touchiert haben, dann hätte das auch noch hingehauen. Aber andere Richtung her wäre natürlich eleganter gewesen. Ich fahre jetzt einfach mal genau die Route lang. Das habe ich jetzt irgendwie vermasselt. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, weil ich immer so im Abkürzen-Modus bin, dass ich da ja am besten auf der Straße geblieben wäre. Und da sind halt zwei Straßen direkt nebeneinander. Und das war das Doofe. At the roundabout, take the second exit. Naja, hier will der nämlich jetzt gleich links und dann kommen wir nämlich von der anderen Seite. Und ich glaube, das ist ein wenig besser. So, hier hinter jetzt nehme ich gleich. Turn left. In 200 meters, turn right. Hey dude, your Jeep is ready to collect next time you're at the garage. Danke, Schatz. So, also, jetzt mal Gas geben hier. In 400 meters, you will arrive at your destination. Oh nee, und da ist direkt wieder einer. Ist doch ein Witz, oder? In 200 meters, you will arrive at your destination. Oh, eine Tempozone. Oh, wie scheiße ist das denn? Oh, wie scheiße ist das denn? Oh nee. In 200 meters, you will arrive at your destination. Naja. Sieh! Ja! Mann, war das knapp. Da haben wir es gerade noch wieder geschafft. Boah, ist das fies. Boah, ist das eine fiese Nummer hier. Naja. Kann ich ja schon froh sein, dass wir das hier beim zweiten Mal hingekriegt haben. Meine Herren.
Puh. Ja, sollen wir sonst nochmal den Garagenfund abholen und dann entspannt nach Nizza fahren und dann in der nächsten Folge die Rennen machen? Können wir auch machen, ne? So, deswegen würde ich mal sagen... Danke, aber ich habe genug davon, danke. So, sonst fahren wir jetzt... Sonst fahren wir mal eben nach Nizza. Und da ist auch... Da können wir es ja, können wir ja auch das Auto abholen und mal angucken. Ah. Zeigen Sie Ihre Fähigkeiten. Was war das jetzt noch genau mit einfach nur Stunt? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Muss ich mal gucken. Schlagen Sie das Fähigkeitenziel an der... ...30.000 Punkte. Ich habe keine Ahnung, was Sache ist, aber... Sollen wir hier einfach alles Mögliche machen? Also mit Drift und so, oder Geschwindigkeit und so? At the roundabout, take the second exit. Tatsächlich. Also alles, was wir machen können, von Drift bis Zerstörung und so weiter und so fort. Klingt gar nichts, ne? Such was zum Zerstören! Glaube ich ganz gut. Aber bringt irgendwie nichts mehr. Also Zerstörung, das ist wenigstens etwas, was wir ausgezeichnet können. So ein Combo wäre natürlich noch besser, ne? Aber ist halt gar nicht so leicht, den so aufzubauen. Was? Don't worry about it. This was a hard challenge. Oh, ich dachte, wir hätten jetzt mehr Zeit. Also, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen perplex. Wenn wir jetzt einfach nur straight durchfahren, haben wir dann die Chance? Also, das möchte ich eben nochmal kurz ausprobieren. Wenn wir einfach nur durchfahren, ne? Weil wir hatten ja noch viel, viel Strecke vor uns. Das ist ja echt schräg. Machen wir mal. Auf geht's. Also einfach Gas geben. Ab zum Ziel. Aber ich glaube nicht, dass man so 30.000 Punkte machen kann. Second exit.
Jetzt muss es auch wieder dunkel sein, ne? Das ist ja ganz toll. Über 1000 haben wir schon, ne? Ich hoffe, es gibt Bonus, wenn wir vorher im Ziel sind. Weil mit den Punkten, die wir aktuell haben, wird das schwer werden. Also ich glaube, es ist nicht möglich, diese Strecke innerhalb der Zeit zu fahren, nicht mit dem Auto. Und wie man jetzt so ein Multi aufbauen muss, kann, das ist mir auch echt ein Rätsel, muss ich mal ehrlich gesagt zugeben. Also keine Ahnung. Ist nicht so meins, dieses Zerstören und Rowdy-hafte. Nee, Spaß beiseite, also keine Ahnung. So, machen wir, dass wir wegkommen. Aber ganz zügig. Erstmal sammeln wir noch Cash ein, ne? Oh, ist das weit weg. Können wir nicht einfach da so die Richtung fahren? Wieso frage ich eigentlich? Wir können alles. Keine Grenzen, keine Zäune. Ja, scheiße. Machen wir später. So, ab nach Nizza. Turn around when it is safe to do so. In 200 meters, turn right. In 200 meters, turn right. Turn right. In 100 meters, turn left. Wir können ja auch mal kurz gucken. Boni, was haben wir denn? 11 Punkte, meine Herren. Dauerhaft 10% Rabatt. Klar. Was haben wir hier? Ermöglicht Ihnen die Schnellreise überall auf der Karte. Schon geil, aber ich fahre auch gerne. Sie verdienen 25% mehr Credits für das Anheben der Schwierigkeit in Veranstaltungen. Ich meine, wir haben ja die Schwierigkeit schon angehoben, ne? So, was ist das? Sie verdienen... Ah, das können wir uns eh nicht leisten. Drift und E-Drift. Ja, ein Punkt, mein Gott. Ja, keine Ahnung, was Geister sind, aber den einen Punkt können wir investieren. Sie bleiben zu Beginn eines Infiziert-Spiels für 15 Sekunden in einem Geistzustand, es sei denn, sie starten als er... Ist das Multiplayer? Keine Ahnung. Infiziert? Weiß ich noch nicht. So, fahren wir erstmal nach Nizza. Hi Jungs, wo wollt ihr hin? Dort seid ihr langsam. Ich hoffe, ich habe hier keinen Sachschaden gemacht. Leicht. There's a rumor kicking around that there's an abandoned classic over to the west of Saint-Martin.
You should check it out. Blitzer. Da sind wir schon mit 319 durchgeballert. Sollen wir da nochmal lang? Wow, wow. So, machen wir mal mit 300 hier. Die Stadt ist unsicher. Meine Fresse. Aber die Bremsen sind gut. Muss man mal so sagen. In 400 meters, turn left. Turn left. Turn right. In 400 meters, turn left. What up, guys? You're listening to... So, und die nächsten Rennen. Oh, zwei außerhalb. Da können wir ja ungefähr schon sagen, was wir hier für eine Reihenfolge dann wählen werden. So, ich würde sagen, das sieht gut aus. So, come on. Someone find that classic before she reaches retirement age. Now here's another big hitter for you. In 200 meters. So, rechts vor links. So, und das wird unser erstes Rennen hier sein. Also Leute, Park Circuit. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen hoch. Das hilft mir sehr weiter. Und ja, wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge mit diesem Rennen. Nizza Massena Park Circuit. Also, macht's gut. Bis dann.